Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Widerstandauftrag, Woche 8, Phase 1. Und zwar etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von Century oder Rocky Reels. Einmal 23.000 XP, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin auf der Karte bei Century. Auf der Karte ganz genau hier, Leute. So, zack, auf diesen kleinen Berg. Auf jeden Fall auf dem Berg ganz genau hier. Ihr könnt Century oder Rocky Reels gehen. Wir sammeln einmal die Gerätverbindung ein. Die zweite Phase, und zwar sprich mit Mancake, Baukumpel und Lil Whip. Drei Stück, 23.000 XP. Dann würde ich sagen, sie sind gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, und jetzt müssen wir auf jeden Fall zu Conny Crossroad auf der Karte ganz genau hier. So, zack, ihr geht durch diese Tür hier rein. Und dann seht ihr hier direkt Lil Whip. Sozusagen einmal mit dem Sprechen. Haben wir 1 von 3. Dann sehen wir uns bei 2 von 3. Leute, hier sind wir bei den zweiten und vorletzten Charakter auf der Karte ganz genau hier. Und zwar Mancake. Sozusagen einmal mit dem Sprechen 2 von 3. Kommen direkt zu den letzten, dritten und letzten Charakter. Ja, jetzt hier sind wir auf jeden Fall an Condo Canyon bei Baukumpel auf der Karte ganz genau hier. Sozusagen in seinem Restaurant. Einmal mit ihm reden. 3 von 3 Auftrag abgeschlossen. Etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von The Daily Bugle oder The Genesis. Einmal 23.000 XP, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, hier bin ich auf jeden Fall an The Genesis auf der Karte ganz genau hier, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall auch zu The Daily Bugle hier, hier oder hier hin. So, zack, einmal über die Gerätverbindung laufen. Zweite Phase, und zwar zerstöre Müll, der in Century herumliegt. 8 Stück, 23.000 XP. Auf jeden Fall, wir müssen Müll sauber machen, wie es aussieht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, ich bin hier auf jeden Fall in The Century. Auf der Karte ganz genau hier. So, zack, wir müssen auf jeden Fall Müll zerstören. Das ist 1 von 8 und hier werden alle auf jeden Fall angezeigt. Hier ist auf jeden Fall noch Müll. 2 von 8 einmal zerstören. Hier geht man dann weiter. Dann liegt hier in der Ecke noch ein Müll. 3 von 8 haben wir schon. Gehen wir hier weiter, Leute. Nehmen wir das mal mit. Wir gehen uns mal ganz kurz, Leute. Wir gehen mal hier rein. Machen das mal kaputt. Und wir müssen noch einen Stock weg tiefer, Leute. Hier müsste auf jeden Fall Müll liegen, Leute. Egal, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute, bei den nächsten Müll. Leute, hier ist auf jeden Fall Müll. Wir waren auf jeden Fall hier drinnen. Wieder rausgerannt. Hier ist Müll. Dann sehen wir uns bei den fünften Müll. Müll Nummer 5 auf der Karte ganz genau hier. Sozusagen einmal zerstören. Müll Nummer 6 auf der Karte ganz genau hier. Sozusagen hier sind auf jeden Fall überall Büsche. Einmal zerstören, kommen direkt zu den nächsten Müll. Müll Nummer 7 auf der Karte ganz genau hier. Sozusagen einmal zerstören. Müll Nummer 8 auf der Karte ganz genau hier. Einmal zerstören, somit haben wir 8 Müllsachen zerstört. Etabliere eine Gerätverbindung in der Nähe von Shifty Chefs oder Lock Jim Limbury. Einmal 23.000 XP, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, hier sind wir auf der Karte bei Shifty Chef. Könnt auf jeden Fall zu Lock Jim Limbury gehen. Aber ich bin auf der Karte ganz genau hier bei Shifty Chef. Über die Gerätverbindung rüberlaufen. Die zweite Phase ist auf jeden Fall. Sammle Störsender ein. 3 Stück. Dann würde ich sagen, sind wir uns gleich bei den ersten Störsender. Ja, Leute, der erste Störsender habe ich gerade eingesammelt. Auf der Karte ganz genau hier. Somit haben wir 1 von 3, dann sehen wir uns gleich bei den zweiten Störsender. Der zweite, Leute, ist ganz genau hier, ich sag mal so, Vorkommen Cavern. Sozusagen einmal einsammeln auf der Karte, ganz genau hier auf diesem Berg hier. 2 von 3 kommen direkt zu den dritten und letzten Störsender. Der dritte und letzte Störsender ist bei der Karte, auf der Karte ganz genau hier bei Shifty Chef, diesen Berg. Einmal einsammeln. Und zwar die dritte Phase, schwimme im Wasser. Einmal, ich kann euch direkt hier zeigen, wo Wasser gibt. Ihr fährt, also ihr geht einfach hier vom Berg runter. So, zack, oder fährt einfach hier runter. So, zack, und dann seht ihr hier direkt Wasser. Ihr steigt einmal aus
und schwimmt einfach im Wasser. Auftrag abgeschlossen, alle drei Phasen. Etabliere eine Gerichtsverbindung in der Nähe des E-Punkt Außenposten der 7 oder von Synapsestation. Einmal 23.000 XP. Damit sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin auf der Karte ganz genau hier bei der Synapsestation. Auf der Karte ganz genau hier. So, zack, hier ist auf jeden Fall direkt neben der Palme die Gerichtsverbindung. Das ist auf jeden Fall die erste Phase. So, zack, einmal rüberlaufen. Die zweite Phase ist auf jeden Fall, rüstet den Sensorrucksack aus. Einmal 23.000 XP. Auf der Karte ist er ganz genau hier. Dann sagen sie uns gleich, wenn ich bei ihnen angekommen bin. Ja, Leute, wie gesagt, ich bin auf der Karte ganz genau hier. Er ist auf jeden Fall unter den Bäumen hier. So zeigt es der Sensorrucksack. Einmal ausrüsten. Zweite Phase abgeschlossen, dritte Phase, und zwar nutze den Sensorrucksack, um eine Energieschwankung rund um Loot Lake zu finden. Einmal 23.000 XP auf der Karte, ganz genau hier. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn ich da angekommen bin. So Leute, bei euch wird auf jeden Fall ganz genau hier angezeigt. Ihr müsst aber auf der Karte ganz genau hier hin, also ganz genau hier. Nehmen diese Tankstelle hier, Energieschwankung scan, so zack, das piept auch die ganze Zeit. Alle drei Phasen abgeschlossen, somit haben wir wie gesagt den Auftrag abgeschlossen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne meinen Kanal, lasst die Glocke aktiv, dass ihr keine Videos mehr verpasst, und ich würde dann sagen, das war's mit dem Video und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute, tschüss, tschüss.